Hallo, in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie ihr den Shop auf eurer eigenen Webseite integrieren könnt. Dazu wechselt ihr zuerst einmal zu Einstellungen, Private Label und dann Plugins und geht dort zu dem gewünschten Plugin, das ihr integrieren möchtet. Geht dann einmal auf das Zahnrad und generiert einen Plugin-Code. Diesen kopieren wir uns einmal und wechseln dann zu unserer Webseite. In diesem Fall handelt es sich hier um eine WordPress-Seite, die wir hier verwenden. Dort könnt ihr über Page Builder oder aber auch über den Gutenberg-Editor einfach diesen Codeschnipsel auf einer Seite integrieren. Dazu fügt ihr einfach ein weiteres Element hinzu, wählt dann entweder JavaScript-Element oder ein ungefiltertes HTML-Element aus. Dort könnt ihr dann diesen Code hineinkopieren, einmal speichern, eure ganze Seite einmal aktualisieren und könnt dann über die Vorschau direkt sehen, dass der Shop dann schon auf eurer Webseite dargestellt wird. Achtet dabei, wenn ihr den eingebetteten Modus verwendet, dass wenn ihr rechts und links einen großen Rand habt oder auch noch ein Seitenwidget, dass dieses Mobil nicht auf der Seite des Shops ist. Denn sonst wird der Shop in der mobilen Ansicht bzw. für das Handy einfach zu klein und für den Kunden nicht mehr bedienbar. Achtet darauf, dass mobil das Plugin im eingebetteten Modus auf der ganzen Seite oder bzw. die ganze Breite dargestellt wird. Wenn ihr dazu noch Fragen habt bzw. Irgendetwas bei euch nicht funktionieren sollte, dann meldet euch gerne und wir helfen euch dann weiter.